So, 3-2 steht es. Haben wir wieder dick auf die Mütze bekommen, aber ich bin ja wieder einen Rang aufgestiegen. Da gewinnt man dann halt nicht mehr. Schau mal, ich bin Sky Temple. Ich bin wieder relativ weit oben. Das heißt, es wird nichts mit Tracer werden. Wir werden, glaube ich, wieder mal unseren DHK auspacken, wenn wir die Chance dazu haben. Letzte Runde war wieder so eine Runde, wo wir uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Es passiert ja immer sehr, sehr häufig. Alarak, ach du großer Deck. Ich hoffe, Sie wissen, dass wir mit einem Second Frontliner spielen müssen und mit einem. Ja, haben wir einen zweiten Solo-Laner mit Alarak, der das machen kann. Auweia. Oh. Ja, lass den Hass beginnen. Ja, mit dem Line-Up werden wir nicht viel erreichen. Ich spiele wieder mit dem Neuling. Lisa Bocchi. Wir müssen uns anpassen. Mögen die Spiele beginnen. Scheiße, es könnte ich sein. Vernichtet die Schwachen. Okay, ich werde einfach XP soaken die ganze Zeit. Wir haben nur zwei Solo-Länder, da müssen sie wieder mit klarkommen. Okay, das ist. Es ist Wahnsinn. Ich krieg gerade nur Leute in meine Teams, die immer für sich selber spielen und nicht mit dem Team. So kannst du halt die Spiele nicht gewinnen, das ist halt ein Fakt. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Ich muss defensiven Bild spielen. Rüstet euch! Das ist einfach so schlecht gedraftet, dass mir da echt die Worte einfach fallen. Fehlen. Dunkler Schwarm, Zauberpanzerung, das brauchen wir nicht machen. Wir werden auf Geweberegeneration wieder spielen. Das heißt, wir müssen auch den Odi switchen. Tja, das wird ein ganz, 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 ganz schweres Spiel. Wir haben zwei Möglichkeiten, Abatur zu countern, aber machen wir uns da nichts vor. Das wird richtig ätzend, das Game. Also es ist so mega behindert gedraftet, dass ich schon wieder Augenkrebs bekomme. Erste Amtshandlung, wir werden Jaina reporten für so einen Bockmist. Auf Wiedersehen. Dann have fun. Und so.
sind sie zu viert. Entwicklung greift mich an. Ich folge. Noch ein Level 4. Vorher bin ich halt mächtig angeschissen hier. Haha, gut gemacht von ihm. Hätte ich die Zunge getroffen, wäre er tot gewesen. Mit Level 4 gewinne ich das so easy. Diese Söldner und stellt sie in den Dienst unserer Sache. Suche ein Talent aus. So, wir werden... Mit Alpha Essence, wir werden es, glaube ich, diesmal ein bisschen anders spielen, weil ich nicht glaube, dass wir Kills bekommen. Wenn wir Sammelwut spielen, wir versuchen so viel XP wie möglich zu holen. Unser Verbündeter bedarf unserer Hilfe. Von meiner Magie erfüllt. Wächter, lasst keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. So, wir gehen mal nach oben. Statt hier auf Objekte spielen, ich verstehe sie damit. Entwicklung treibt mich an. Essenz. Wenn man nur überleben, dann muss ich nicht. So, Abklingzeit. Muss ich aufpassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie hier gleich um die Ecke kommen. Er spielt mit Mule. Das heißt, da müssen wir mal schauen, dass wir das sehen. Demnächst direkt auch zerstören. Entwicklung treibt mich an. Also müssen doppelte Arbeit hinlegen, aber du mit Mule ist natürlich bitter. Entwicklung treibt mich an. Stellt sie in den Dienst unserer Sache. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald
während in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahle. Und zumindest ist jetzt gerade mächtig viel XP, aber... Ich werde Level 10 holen. Entscheide dich für ein Talent. Oh, ich habe aus Versehen Ulti angemacht. Okay, gehen wir wieder nach oben, das kann man vergessen. Was war natürlich mein Fehler, ich habe aus Versehen Ulti angemacht. Statt R habe ich Y gedrückt. Tja, es lief läuft halt genauso wie erwartet. Besiegt diese Söldner und stellt sie in den Dienst. Ich werde die Male muten, also wenn die ihre Busche aufmachen, dann ohne mich. Ich werde die einfach mal ein Spiel durchziehen. Versuchen an Abatur dran zu bleiben. Wenn sie kommen, ich bin mir da ziemlich sicher. Bye bye. Euer Tor wurde zerstört. Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Ich werde sammeln. Ich check es halt wieder nicht, ne? Wird nicht Level 13 gesorgt, wird ja mega bescheuert da reingerankt. Oh, es könnte sein, dass sie jetzt kommen. Sie sind nicht da. Sie machen sich schon auf den Weg zu mir. Okay. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lasst keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Ich diesen Gegner. Euer Vor wurde den Erdboden gleich gemacht. Nicht unbegabt. Wähle ein Talent. Hast du leider wieder Leute erwischt, die das Spiel einfach nicht kennen, die einfach nur ihren Quatsch spielen wollen und das war's dann. Solo DHK. Damit entreißt man DHK der Möglichkeit, XP die ganze Zeit zu soaken und es macht halt kein anderer, ne? Muss an die Wiener wieder rein. Bevor jetzt sind die 16.
Mann, lasst es doch, Mann. Ich ziehe mich. Ihr habt genug von der Macht meiner Tempel gestohlen. Nun kümmert euch wieder um euren Erwerb. Die sind einfach nicht... sind einfach nicht verbesserlich, die Typen mehr. Unser Verbündeter bedarf unserer Hilfe. Ich gehe. Junge, wenn du was flamen willst, dann flame dich selber, du Spacken, ey. Echt. Meine Fresse, ey. Das ist nicht mein Fell, ihr Idioten. Wenn ihr zu dumm seid, einen zweiten Tank mitzunehmen, ist es euer eigenes Unvermögen. Du nimmst DHK halt die Global-Fähigkeit, wenn du mit DHK Solo-Tank spielst. Das ist einfach so dämlich, was die gemacht haben. Der Jaina-Pick, die kriegt von mir danach auch nochmal einen Report ins Gesicht. Sich von dem Medivh beeinflussen lassen. Tot. Lass nicht zu, dass das noch einmal passiert. Medivh geht gerade zurück und kriegt einfach das Pyroblast ins Gesicht. Ja, das Spiel ist vorbei. Schaut euch den XP-Sog an. Nichts vorhanden. Die machen gar nichts. Nicht mal der Alarak. Wieder das Problem, warum wir verlieren. Dummer Dwarf. Entscheide dich für ein Talent. Clown. Gottes Willen. Meisterhaft. Ich bin Ihr Vorsprung schmilzt dahin. Der Feind hat eure Festung von der Karte gefegt. Beachtlich. Unsere Pläne scheinen aufzugehen. Lasst nicht nach. Damit steht zumindest 3-3. Ich habe 3 Niederlagen in die Fresse bekommen, allesamt einfach nicht dadurch verloren, weil wir keine Ahnung, es ist einfach so ganz einfache Fehler, dass wir einfach schlecht gedraftet haben, dass die Leute immer sich gegenseitig eins auf die Fresse geben müssen, statt einfach mal vernünftig für das Team zu draften. Nein. So wird das dann halt nix. Jetzt übertreiben sie es wieder. Es ist einfach nur schlecht.
Könnte man sich hier zwei Lanes beackern. Wird super. Statt einfach mal das Fort zu holen. Und darum muss ich mich jetzt auch noch kümmern. Alter, die sind doch so dämlich, das gibt's einfach nicht. Was soll ich denn noch machen, bitte hier? Soll ich vielleicht alleine gegen die fünf Leute fighten? Oder vielleicht noch eine Option. Suche ein Talent aus. Wir müssen Elite-Raubtier spielen. Ja, eine gute Anpassung. Ja. Tja, ich hab halt immer ein paar Tricks auf Lager. Ihre Fors fallen wie Kirschblüten. Der von die von Abatru jetzt kommt, wird immer schwieriger, dass wir den standhalten können. Eigentlich nur noch damit beschäftigt, die XP reinzuholen oder die Minions zu schrotten. Wir können eigentlich nur noch reagieren statt agieren. Oh Gott, bitte nicht. Gib mir noch ein Schild! Oh, nice. Das Licht der Sonne in den Tempel wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Schön verloren. Ihre Essenz wird zu mir gehören. Der Feind greift eure Zitadelle an. Naja, ping mehr. Es ist nicht meine Schuld, dass sie verloren haben. Depp.
Krieger darf die Schlacht verlieren, doch niemals seine Ehre. MVP. Wow, ich bin beeindruckt von meinem Team. Ich bin wirklich beeindruckt, was für Dünnschiss man noch alles zusammen draften kann. Das war wirklich großartiger Porno-beschissener Dünnpfiff, den wir da zusammen gedraftet haben. Schauen wir uns das mal an. Der Alarak, den fand ich eigentlich ganz gut, so was auch den Pick angeht. Und dann komme ich und dann wird halt so eine Scheiße hinten rausgepickt. Also da verstehe ich echt nicht die Welt, was das für eine Dreckkacke ist, die da gepickt wird. Wenn wir einen zweiten Frontliner mit reinnehmen, dann kann ich ganz easy einfach die XP-Token kommen bei den Teamfights hinzu mit Racecar und wir haben unser Teamfights da. Aber so gesehen muss ich halt alles quasi übernehmen. Sowohl den XP-Push, das Tanken und auch das Defenden. Nicht mal das haben sie ja hinbekommen. Das ist ja das Traurige. Was erwarten die? Hatten sie mir dann auch noch den Vorwurf gemacht, dass ich ihn nicht treffe oder was? Also, es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Dieses Line-Up, das ist einfach Krebs, ist das. Da bekommt man echt Krebs, wenn man diese Scheiße hier sieht. Der Medivh-Pick, dagegen kann man nichts sagen, der hat das ganz solide gespielt gehabt. Aber der Jaina-Pick hinten raus ist einfach dämlich hoch 10 gewesen. Einfach einen Second Tank reinnehmen und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Easy, trotzdem den Charn gehabt auf den Keltas. Und wir hätten einen Vorteil gehabt gegenüber dem Gegnerteam. Aber so haben wir das Ding halt hinten raus einfach so krass verloren. Schade. Ja, man hätte sagen können, geh doch mit in die Teamfights und versuch es wenigstens. Ich hab's ja dann auch, wenn die Teamfights anstanden bin, habe ich auch versucht, was zu machen. Aber wenn wir hinten deffen mussten, weil da drauf gepressert wurde, sei es ein Camp gewesen oder so, dann musste einer das machen. Ansonsten hätte ja Abatur das da durchgepusht. Das war jetzt am Ende ja auch so. Ich bin da zurückgegangen und hab gedacht, wir haben den Fighter jetzt gelassen, hab ja auch gepinkt, dass wir zurückgehen sollten. Und hab dann halt defended. Und dann stehen sie wieder da am Boss und lassen sich dann halt, am Boss standen sie gar nicht. Sie standen, glaube ich, am Camp und lassen sich da abnudeln. Und hätte ich in dem Moment, glaube ich, nicht hinten gedefft, dann wäre da Core-Pusher gewesen. Wir hatten nur noch 20%. Von daher, schwierig. Aber gut, wir hatten den Draft auch schon so oder so verloren. Wer tatsächlich nur mit DHK Solo Frontline spielt, der hat es halt eigentlich anders verdient zu verlieren. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und hoffen wir mal, dass das letzte Game uns zumindest nochmal einen Sieg beschert und nicht solche Spackos hier ins Team reinholt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.